Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr den TP-Link TAPO T315, einen intelligenten Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor mit E-Ink-Display, mit dem TAPO H100 Smart Hub verbindet und ihn in eurem Netzwerk einrichtet. Der Hub ist zwingend erforderlich. Ohne den könnt ihr den T315 nicht in Verbindung mit der App verwenden. Das Video zum Hub findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem benötigt ihr die TAPO-App auf Smartphone oder Tablet installiert. Weitere Infos zum TAPO T315 findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Monitor noch die passenden Batterien, Klebestreifen und Kurzanleitung. Nachdem ihr die Batterien eingelegt habt, erscheinen sofort die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf dem Display. Mit dem Taster an der Seite tauscht ihr die beiden Werte oder lasst euch die Temperatur in Fahrenheit anzeigen. Aber wir wollen das ganze Jahr mit der App abrufen, also starten wir sie mal. Denkt daran, dass der Hub ebenfalls aktiv ist. Um das neue Gerät in der App hinzuzufügen, tippt ihr oben rechts auf das Plus-Symbol und wählt Gerät hinzufügen aus. Weiter geht es dann mit Sensoren. Und mit dem TAPO T315. Im nächsten Schritt wählt ihr den Hub aus, mit dem der Monitor verbunden werden soll. Legt nun die Batterien ein und tippt danach auf den Button Batterien installiert. Auf dem Display muss das Pairing-Symbol blinken. Tut es das bei euch auch, geht es weiter mit Es blinkt. Die Verbindung wird dann hergestellt. Hier seht ihr nun, was passiert, wenn die Verbindung fehlschlägt. Beachtet die Hinweise hier in der App. Wir haben nochmal ein Reset durchgeführt und es erneut versucht. Das war allerdings ein Fehlalarm, da die Verbindung vorher doch zustande kam. Falls ihr die Fehlermeldung auch bekommt, keine Panik. Einfach ganz normal weitermachen. Beim anschließenden Überprüfen der Firmware gab es eine aktuellere, die haben wir dann auch gleich installiert. Tipp nach der erfolgreichen Installation auf Klasse. Auf der Startseite der TAPO-App sehen wir die neue Kachel samt Anzeige der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batteriestand. Tippt ihr auf die Kachel, werden euch die Werte nach einer gewissen Zeit auch noch grafisch dargestellt. Ihr könnt Zeiträume wie Tag, Monat oder Jahr einstellen oder die Daten exportieren, indem ihr sie an eure Mailadresse senden lasst. Scrollt ihr weiter nach unten, kommt ihr zum Bereich Intelligente Aktion. Hier stellt ihr eure temperaturgesteuerten Automationen ein, wie zum Beispiel schaltet die Heizung ein, wenn ein gewisser Temperaturwert unterschritten wird. Mit Gerätenutzung teilen gewährt ihr anderen Personen, zum Beispiel Familienmitgliedern mit TAPO-Benutzerkonto, Zugriff auf eure Geräte. Dann haben wir noch den Hilfe- und Feedback-Bereich. Und den Favoritenschalter, mit dem aktiviert bzw. deaktiviert ihr die Kachel auf der Startseite. Oben rechts befinden sich die Geräteeinstellungen. Da schauen wir noch kurz rein. Hier ändert ihr das Gerätesymbol. Den Gerätenamen. Den Standort
Auch benutzerdefinierte sind möglich. In der Komfortzone stellt ihr die Werte ein, die nicht unter- bzw. überschritten werden sollen. Schaltet ihr die Erinnerung ein, bekommt ihr in so einem Fall eine Benachrichtigung. Beim Betriebsmodus habt ihr die Wahl zwischen zwei Modi. Und dann haben wir noch die Punkte Benutzerhandbuch, Tipps, Anleitung zur Platzierung, Geräteinformation und Firmwareaktualisierung. Ich lasse das mal für euch kommentarlos im Hintergrund durchlaufen. Falls es euch zu schnell geht, pausiert einfach das Video. Alles klar, und das soll es auch mit diesem Video gewesen sein. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Oder schaut auch mal gerne auf unserer Website vorbei, wo wir viele unserer Videos in Textform veröffentlicht haben. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.